1. Herzlich willkommen zurück, lieber Zuschauer oder liebe Zuschauer. Wir sind dabei, Abzu oder wie auch immer man spricht, ausspricht zu spielen. So rum. Artikulation heute nicht gegeben. So, hier war das letzte Mal stehen geblieben, beim Schnellreisesystem. Zumindest denke ich, dass es das ist. Ihr Macht der Liebe. Zack, wächst eine Koralle. Wie im realen Leben. Was sind das denn? Das sind auch diese Planktonhaie, oder? Oder ist das doch ein großer Weißhai? Nee, Moment, mal gleich schauen. Was haben wir da? Was ist das? War da unten ein Stahlträger gerade? Jetzt schwimmen wir, da war ein Stahlträger. Was sind das? Barracuda-Haie? Die sehen aus wie Barracuda-Haie. Aber Barracuda-Haie, diese kleinen Dinger. Bring ich das durcheinander? Wir werden es gleich rausfinden. Wir werden einen reiten. So, wir werden direkt einen reiten. Da ist einer. Los, 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 los. Oh, festhalten. Junge, aber wie dicht muss ich denn noch ran, um hier an den hier... Und es sind... Walhaie. Wie kann ich auch Barracuda-Haie? Genau, das sind die, die den Schnauzer aufmachen. Und das ganze Plankton wegfuttern. Okay, Sesswix, was kommt jetzt? Drink milk and kick ass. Ah, nice. Ist es nicht hübsch? Okay, Junge. Du weißt, wie jeder Hai. Wir geben Gas. Und du machst eine Rolle. Wuhu! Nochmal. Rollenpower, Gas und Rolle. Läuft. Okay. Dann muss ich aber noch checken, was hier unten ist. Ich glaube, hier wird nichts mehr sein, aber... War klug, dass wir vorher das alles abgesucht haben, weil ihr seht ja, wie schlecht man es jetzt sehen kann, ne? Ach nee, ist das schön. Schon chillig. Oh, die hatten sogar Gold damals. Müssen ganz schön reich gewesen sein, die alten Atlantikaner. Oder wie auch immer die heißen. Weiß aber nicht, wer das sein soll. Zumindest konnten die ordentlich fließen. Kann ich da drin schwimmen? Nee. Was ist das? Was ist dieser Äther? Oh, hier meine Mupfelsammlung. Mal schauen. Oh, ja, wir waren fleißig. Guck mal hier. Da fehlt mir nur eine. Da haben wir auf jeden Fall alle drei gefunden. Wir sind ja jetzt in diesem Walbereich. Glaube ich. Aber ist, mein Gott, es sind nur Mupfeln. Keine Ahnung, wofür die nachher gut sind. Schauen wir mal. Oh, wieder storytechnisch hier irgendwas. Wir finden das gleich raus. Oh. Nee, noch nicht. Ich ping das noch nicht an. Ach komm, scheiß drauf. Ding, ding, ding. Oh, es wird hell. Okay, die Götter gossen den Äther ins Wasser. So wie hier. Das ist ein Äther, wuchsen die Korallen. Also ich nenne es jetzt Äther. Ob es Äther ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber irgendwie muss ich dem Kind einen Namen geben. Kann ja schlecht Quecksilber nennen. Würde ja nicht hinhauen. Also chemisch bedingt würde er nicht hinhauen. Ah, hier, guck mal, das, diese komische Augen, womit ich die Zonengebiete hin und her wechsle. Sehr schön. Hier ist aber auch nie was, ne? Ich habe immer das Bedürfnis, nach oben zu schwimmen und zu schauen. Aber ist einfach nichts. Wieso habe ich eigentlich nur einen rum? Aha, ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich doch zwei haben. Okay, Looping und Fleischwölfchen. Fleischwölfchen. Fleischspähchen. So, folgen wir dem Ätherstrom. Schauen wir mal, wo das Ganze mich das jetzt hintreibt. Okay, der Strom geht nach links. Nach rechts. Also schauen wir links. Und da ist natürlich nichts. Wie riesig diese Hallen sind, ne?
Ich will nichts verpassen. Ich habe Angst, dass da irgendwo was zwischen den Säulen ist und ich es nicht sehe. Nee. Auch die Hieroglyphen hier, ne? Scheint deren Schrift gewesen zu sein. Guck mal, ich treibe leicht nach hinten. Oder? Oh, auch nach vorne. Wie gesagt, könnt mal einer nachschauen. Ist das ein richtiger Begriff? Oh, was seid ihr denn hier? Alles klar, ich will auf die reiten, was auch immer du bist. Ja, oh ja, ne, auf dem Hai kann ich nicht reiten, aber was bist du denn? Wow. Das ist der Quastenflosser oder was ist das? Die Augen leuchten. Okay, wir drehen eine Runde. Juhu! Und jetzt Gas. Wow, okay. Du wirst wohl ein Predator sein, Raubtier. Ansonsten wüsste ich nicht, warum du so Gas geben kannst. Aber die Rollen sind schon mal ganz cool. Läuft. Und runter. Erwecken wir den Äther. Wupp. Okay. Kann damit noch nicht sein. Ah, okay. Guck mal hier. Also. Da haben wir die Manta-Rochen. Ne, die Teufelsrochen war das, ganz wichtig. Da haben wir die Teufelsrochen erweckt. Dann haben wir die Orcas erweckt. Dann die Walhaie. Und als nächstes werden wir wohl Oktopusse wiederbeleben. Und wenn die alle belebt sind, kommt der Riesenhai. Also der große weiße Hai wahrscheinlich. So interpretiere ich das. Ob das stimmt oder nicht, werden wir noch rausfinden. Sehr schön. Schöne Stimmung hier im Spiel. Okay, hier eingestürzte Neubauten, wie die Band. So. Oh, wir verlassen das Gebiet. Auf geht's. Oder haben wir wahrscheinlich gleich irgendwo wieder eine Mupfel? Ne, Mupfel haben wir hier nicht. Das hatten wir eben immer nur diese tiefen Dinger. Okay, da haben wir die Welt abgeschlossen. Sehr schön. Was kommt jetzt? Desrex? Ich hab gesehen, du hast irgendwas abgetickt. And just finish my milk. Ich weiß nicht. Verschwinden die da jetzt immer, die kleinen Robbys? Die verschwinden da tatsächlich. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht ganz. Schade eigentlich. Oh, gleich wieder neue Robbys. Weil die können da doch locker ohne Probleme durchschwimmen. Okay, das Geräusch war komisch. Über mir ist nichts. Unter mir ist der Pfad. Ja, schwimmen wir los, ne? Ich meine, Spiel lebt ja davon. Erkunden und schauen, was wir finden. Die ganzen. Ich meine, das sind Seeanemonen. Miep. Wenn ich jetzt stillhalte, kommen sie hier raus. Ich bin ein treibendes Stück Fleisch. Hier oben irgendwas? Nee. Schade. Okay, raus da. Also die Musik wird gerade ein bisschen schwerfällig, finde ich. Oh mein Gott! Ein Buckelwal. Ich werde nicht mehr. Okay, Junge, wer auch immer, ich will dich reiten. Oh mein Gott, ich will dich reiten. Ich will mitmachen. Ich will da mitmachen. Oh yeah, Baby! Oh Gott, ich kann da wirklich mitmachen. Wie unfassbar schön ist das denn bitte? Hammer. Ich wollte dich reiten, aber mit dir schwimmen ist auch schon ziemlich cool. Da. Und jetzt hier, einmal Fisch snappen. Rup. Zack. Ha! Und weiter geht's. Da haben wir noch ein paar. Ich einfach in die Tiefe gedriftet werde. Der Hammer, ey.
weil ich da gerade weggefuttert habe. Du bist auch nur ein kleiner Fisch. Oh, das ist sehr schön. Jetzt habe ich auch Bock, mich ins Wasser zu schmeißen und zu drehen. Kann das machen? Ist das okay? Hier. Juhu. Das war schön. Es war wirklich gerade sehr, sehr schön und berührend. Ich möchte diese Lebewesen jetzt retten. Oder mit ihnen schwimmen. Nicht alle, aber ein paar. Okay, hier sind lustige Dreiecke und irgendwas rauchiges, schlotiges. Da kann ich gleich neue Lebewesen hervorrufen. Das ist schön. Da, was sind das für... Okay, ich habe keine Ahnung, was die Dinger machen, aber ich gehe mal ran und ping's an. Es könnte ein Timer sein, das ist gleich sich selbst zerstört. Könnte natürlich auch einfach ein Nährungsmelder sein. Wir rufen jetzt Blutegel herbei. Natürlich der gute Koboldhai. Ja, mit der spitzen Nase. Okay, ich will wissen, was es macht. Das hat mich nicht gern. Bin Gefahrensucher. Alter, was ist das für ein Scheißviege? Heilige Mutter Odins, ey. Was bist du denn mal gewesen? Oh, auf den kann ich reiten. Oh, lustig. Ich hab Kalmar. Kann ich dich drehen? Juhu. Okay, kannst du Gas geben? Oh ja. Geil mit Tinte. Ich werd nicht mehr. Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ich muss tiefer. Guck mal. Kann ich neue Lebewesen rufen? Wenn wir gerade Kalmar hatten, dann. Jetzt wieder ein Hai. Seeteufel! Natürlich! Ich will ja nicht meckern, ne? Aber ihr könnt mir schon ein bisschen auf den Keks gehen. Wie viele Stromschläge kann ich ab? Ach ja. Anscheinend ein paar. Wo sind meine Flossen? Ach, da sind sie wieder nachgewachsen. Läuft. Rumschläge unter Wasser, easy going. Okay, was machen die? Ah, gehen sie kaputt. Dein Schweinepriester. Ah, okay, wir müssen ein Tor aufmachen. Wir stellten noch solche dreckigen Stromteile da unter Wasser hin. Kann ich Dinger hier anpicken? Eigentlich. Hier noch irgendwas? Nein. Ja. Do a little dance. Get down tonight. Get down tonight. Okay, aber irgendwas muss hier doch noch Schickes sein. Ich meine, ich bin hier 500 Kilometer unter Meer. Irgendwo muss ein Schnecke sein. Irgendwo muss ich bestimmt noch einen Robby finden. Ich bin mal ein bisschen schneller hier. Beschleunigen, indem ich es trigger? Ne, kann ich nicht, ne? Okay, das Ding nimmt auch hier gerade keine Wendung. Ich tippe, dass hier auch gleich... Doch, da ist auch eine Wand. Da ist auf jeden Fall was. Ich habe nichts gesagt.
möchte die Dinge eigentlich alle ausgeschaltet haben. Wir haben eine Meditationsstatue gefunden. Läuft! Schwimm mal schneller. Halt so dunkel wie die Nacht hier. So. Wir meditieren jetzt. Was haben wir denn hier? Der gute Wipernfisch. Alles klar, hier gibt's Höhlen. Nee, warte mal. Die Seeratte. Noch mehr Seeratten. Wie liebevolle Namen die hier doch alle haben, ne? Teufelsfisch, Seeteufel, Möps. Nee, Möpse hab sie hier noch nicht gesehen unter Wasser. Noch ein Seeteufel. Blobfisch. Blobfisch. Nochmal ein Blobfisch. Wahrscheinlich wurde deren Gesichtsausdruck. Ich weiß, dass das ein paar Blobfische sind. Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt mal was anderes nehmen als Blobfische? Nein? Blobfische? Ernsthaft? Wollen wir jetzt jeden Blobfisch hier durchgehen? Okay, hier oben schwimmt was. Du bist der Koboldteil. Wie weg? Willst du mich loswerden, was? Nee. Was soll ich loswerden? Hier, Seeteufel. Guck. Ich habe noch keinen Bumbifisch gefunden. Tut mir leid. Aber wir haben anscheinend nicht viel Auswahl hier im Tiefseegehege. Ja, läuft, ne? Hier diese dreckigen Stromteile da. Ohne Scheiß, was sind das da für Riesenviecher? Absurd. Ja, ich habe es mir dreimal jetzt schon auf eine Liste gepackt. Es wurde nie gewotet. Und jetzt habe ich gesagt, pass auf, Sonntag ist ja sowieso mein Tag, wo ich alles Mögliche spiele. Wo ich so ganz gerne oder worauf ihr Bock habt. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir machen heute Absurd. Ich möchte es endlich mal spielen. Frühstücksfernseher aus, ich mache noch Destiny an. Du, das Firewalk. Alter, was ist denn hier? Ist halt echt schön gemacht, muss ich sagen, Bumbi, ne? Hätte ich so gar nicht getippt. Aha, aha. Guck, wer hat die Mupfel gefunden? Hier seht ihr es? Ich weiß immer noch nicht, was das ist bei meiner Brust, was das Licht da macht. Aber wir haben die Mupfel in diesem riesen Skelettteil. Jo, super entspannt. Echt super schön auch. Hätte ich so nie gedacht, ne? Okay, wir haben die Mupfel. Jetzt können wir uns um die ganzen Strombastarde kümmern, die da unten irgendwo schwimmen. Oh, 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 ich glaube, da kann ich noch neues Leben entzüchten. Gib mir noch... Nein, nein, ich habe keinen Bock auf den Strohschlag. Ich nehme mir auf die Nüsse, ne? Oder habe ich das hier schon? Weiß ich nicht. Wir finden es raus. Ich glaube, hier habe ich noch kein Leben rausgezaubert. Und hier werden wir die heilige See... Warte mal, wir sind in Tiefsee. Dem Bumbifisch. Dicht dran. Tomopertes. Das sieht nach einer Quallenart aus. Kannst du einfach mal die Fresse halten und woanders explodieren? Danke. Okay. Wir folgen einfach gleich den anderen Kabel. Brauchen wir nicht. Oh, sauber. Oh, gute Wahl. Machen wir mal zweimal. Schön in die Stromfalle. 5000 Gigawatt im Körper. Stehe ich drauf. Licht an der Brust. Nippellaser. Ich dachte, das Licht ist am Helm. Ist es auch. Aber ich habe irgend so ein komisches Leuchtlicht an der Brust. EG Highskill Gameplay hier. Läuft, ne? Aber ich hab's Tor auf. 20.000. Das ist wieder der Hai, den ich haben will. Ich weiß nicht warum, aber wir sind irgendwie so ein bisschen Captain Ahab auf Hai. Wir verfolgen die ganze Zeit diesen Hai. Ich habe noch keine Ahnung warum. Oh, was ist das denn? Oh, guck mal, Krebse. Und was ist das? Ist das? Das sind, glaube ich, Formen von Oktopussen? Oder Kalmaren? Was bist du? Sieht aus wie ein Kalmar oder ein Oktopus. Das sind Krebse, ist klar. Fuck, sind die niedlich. So, habt ihr jetzt ausgetickt, dummen Viecher? Und ich habe keine Robbys mehr. Müssen den gesamten Raid noch machen. Also. Okay. Oh nee, oder? Hatten wir das nicht eben gerade? Gib mir mit eurer Scheiß irgendwo. Oh, das ist ein Fisch. Kann ich mich da einfach mal hier so dran heften? Nein? Oh Gott. Alter, da wird man ja nervös. Ach, guck mal hier. Der zerbeißt die Dinger.
Helfe ich dem jetzt? Der beißt mich doch. Oktopus. Ohne Y, bitte. Helfe ich ihm jetzt? Mag er mich dann? Kann ich dich auch so streicheln? Da ist mich, komm! Mmh, guck mal hier. Mmh, lecker, 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 lecker. Jo, danke für den Hausbummi, für die 5 Viewer. Dankeschön. So, und jetzt guck mal, jetzt machen wir richtig Gummi. Doppellooping. Und lecker Fleischbällchen. Nein? Okay, komm, Fleischbällchen. Jetzt iss mich! Verdammt, dann halt nicht. Dann ping ich dich an. So. Natürlich, weil wir so stark sind. Ist klar. Und jetzt frisst er mich zum Dank. Nö, klar, streichelt. Hm. Lang lebe die Natur. Braver Fisch, ja. In der Tat, aber was mich gerade sehr verstört hat, war die Metallteile hier, die einfach so rumschweben. Was soll denn diese scheiß Umweltverpestung? Und was ist hier oben? Nein, das Spiel möchte nicht. Dass ich, seht ihr, das meine ich mit diesem Licht an der Brust. Das Spiel weist mich manchmal darauf hin, dass ich da nichts zu suchen habe. Ich wünschte, ich hätte im Realleben so ein Ding mal. Wäre auch ganz toll. Ich habe eine Mupfel. Ich habe eine Mupfel. Das hätten mir wahrscheinlich schon viele tausend Male gesagt, dass ich hier nichts zu suchen habe. Wo ich trotzdem war. So, was seid ihr denn hier? Ah, oh, hier, Kapern wollte ich schon sagen. Kapern sind was vollkommen anderes. Das sind Muscheln, ja, aber wie heißen die? Dann sind diese blöden Knospendinger, die bedingt nur schmecken. Manchmal ganz geil, aber nee, immer. Wie heißen die denn? Ich komme auf diese Muscheln nicht. Können wir durchreden? Nein, kann ich nicht. Hm. Ich dachte, wir sind schon im tiefen Wasser. Ich habe mich anscheinend getäuscht. Oh geil, kann ich wieder mit Walen reiten? Läuft. Lass mich mal ran, Digga. Möchte mit dem Wal schwimmen. Ja. Möchte mit dem Wal schwimmen. Lässt du mich jetzt zum Wal? Worauf hast du null Bock, Bumbi? Oh, da kann ich Lebewesen rufen. Alles klar, Wal kann ich gleich schwimmen. Aber Lebewesen gehen immer. Ach, er redet mit Firehawk, ne? Alles klar, wir rufen jetzt den Riesenkalmar. Opa. Wow. Ist das eine Art Thunfischart? Sieht aus wie ein Thunfisch. Wow, Alter. Wer hat dir denn den Turbo gegeben? Guck mal, was der abgeht. Ich kann ja kaum steuern. Oh, fuck, was war da unten? Ich werd nicht mehr. Alles klar. Die sind erstmal A, super lecker. Und B, sehr unwahrscheinlich, dass man die so schnell zu Gesicht bekommt. Ja, da. Oh, Alter, mit dir will ich eigentlich noch schwimmen, ne? Komm, kann ich schwimmen? Yeah, baby! Okay, Pottwal, dreh dich! Gib Gas, dreh dich. Runter, hoch. Oh, das Spiel schickt mich zurück. Mann, ich wollte mal auf den Pottwal reiten. Okay, dann nehme ich jetzt diesen Riesenkalmar. Ne, das ist kein Kalmar. Riesenoktopus. Das ist ein Riesentintenfisch. Also wenn ich an dem jetzt nicht reiten kann, dann mache ich auch nicht was. Kann ich dich anpingen? Oh, ich konnte anpingen. Krake. Geil. Okay, und jetzt? Warum auch immer ich jetzt ein Achievement fürs Anpingen einer Krake bekommen habe. Ha, Baby, dreh dich! Riesenkalmar, sag ich doch. Okay, drehen. Läuft! Speed? Mit Tinte. Sauber. Und nochmal drehen. Geil. Und jetzt in meine Suppe. Yum, 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 yum.
Okay. So, jetzt schauen wir mal, was auf dem Boden noch so rumkreucht und fleucht. Oh, da ist auf jeden Fall was. Oh, ich glaube, eine Mupfel, oder? Ja, eine Muschel. Ich sag's doch. Ach, ist das entspannt hier, ne? Hier, der kleine Thunfisch. Ihr wisst schon, dass ich auf dem Boden muss, ne? Also, ich bin einfach zu neugierig. Habt ihr noch irgendeine schäbige Höhle hier eingebaut, die ich gern gesehen hätte? Was ist das überhaupt? Sind das Würmer? Sind das Algen? Ne, das sind irgendwelche Würmer. Oh geil, eine Meditationsstatue. Hat sich gelohnt. Komm, die pingen wir nochmal an. Dann meditieren wir nochmal eine Runde. Was haben wir hier? Den Wahlkopf. Eindeutig. Mein zweitliebstes Tier auf der Pizza. Es ist irgendwie verstörend. Der Beilfisch. Dich hatte ich schon vorhin. Du musst anscheinend eine Thunfischart oder sowas sein. Opa, gelbe Schnauze, kann das sein, dass das sogar ein Thunfisch ist? Also ich meine, es sieht nach einer Thunfischart aus. Oh, guck mal. Ohrenquallen werden mir auch angezeigt. Sauber. Ja, die hatten wir schon. Den auch. Den auch. Würdest du mir jetzt bitte Tiere nennen, die ich noch nicht hatte? So ein Riesenkalmar, den wir hatten. Oh, was ist denn hier? Ah, schwarzer Degenfisch. Okay. Ja, den hatten wir auch schon. Er leuchtet halt lustig. Hier, das ist wieder dieses, genau, Blobfisch. Der beschreibt sein Gesicht. Komm, da muss doch irgendwas anderes sein. Komm, okay, raus hier. War schön hier. Ich wette, wir haben auch bestimmt ein paar vergessen. Nein, warte, ich muss hier nochmal raus. So. Jetzt schauen wir mal gerade. Wir haben bestimmt... Oh, guck mal. Hier sind wir. Wir haben da zwei, drei übersehen. Uiuiuiui. Wir erkunden nicht genug. Aber ich will doch jetzt auch nicht mit 5 Stunden Erkundung nerven. Daher... Schauen wir mal. Ich denke mal, das wird hier gleich noch richtig schön, wenn wir hier wieder in den Äther gehen. Mann, 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 Mann. Jetzt mal ganz ehrlich, wie tief komme ich hier? Solange der Äther-Scheiß hier noch nicht liegt, kann ich doch hier lang forschen, wie ich will, oder? Ja, kann ich. Also, ich weiß nicht, was das für Alien waren, aber scheiß die Wand an. Handwerker waren es auf jeden Fall. So gut wie die Fliesen. Guckt euch die Stiefel hier, guckt euch das an. Die Stützen. So gut Fliesen müsst ihr erstmal können. Ich habe keine Ahnung, warum man daraus einen Link macht, Bumbi. Das kann ich dir nicht beantworten. Codiges Codeprogramm. Das klingt nach einem typischen Bumbi. Wuhu! So, und rein in den Äther. So. Sehr schön. Willkommen im Äther! Ach Gott, ist die Folge schon wieder vorbei. So, Leute. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Slide. Ciao.